Autounfälle passieren. In diesem Fall benötigst du nur einen Kontakt. Akram Hassan mit seiner besonderen Superheldenstärke. So Leute, willkommen bei CarRace. Mein Name ist Kamal Abse. Heute haben wir einen Carrera GTS gegen den Porsche GT3. Sauger gegen Turbo. Ich bin mal sehr, sehr gespannt, wie ihr das Duell finden werdet. Also die zwei Autos stehen da in Perfektion, aber dennoch sind sie wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Gerade auch die Fahrweise und das Fahrwerk. Aber ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit dem Video und los geht's. So, ich warte auf meinen Einsatz. Jetzt geht's los. Ja, hier sieht man meine Reaktion vom Start. Was ist genau passiert? Also ich habe eigentlich nahezu einen perfekten Start erwischt. Der GT3 leider nicht so und ich ziehe den einfach so dermaßen davon und das ist schwierig für den GT3. Ja, auch hier wieder die Reaktion. Also man muss wirklich sagen, dass dieser Carrera GTS so unfassbar nach vorne geht. Wir sprechen von 480 PS, aber die hauen schon dermaßen rein, das muss man echt sagen. Also ich bin wirklich begeistert. So, das gleiche ohne Launch Control. Ich bin bereit. So, schauen wir nochmal rein. Also das Ganze ohne Launch Control. Sehr gut gestartet bin ich da auf jeden Fall. Der GT3 an sich eigentlich auch, aber wie gesagt, der Carrera GTS hat so viel Power, obwohl er ein bisschen weniger. Rüber zu Rolly 50, 50 km/h halten, dann von Pylone zu Pylone. Schauen wir uns das nochmal an. Also wir starten beide relativ zeitgleich, halten die 50 auch relativ gut, sind fast so auf einer Höhe, starten auch relativ gut, ziehe langsam davon und jetzt sieht man, dass der GT3-Fahrer sich, glaube ich, verschaltet hat und so wird der Abstand dann doch ein bisschen größer. Der Carrera GTS hat mich wirklich echt umgehauen. Also wir sprechen hier von 480 PS, die sich komplett anders anfühlen. Und
Ja, GT3 ist natürlich kein Drag Race Wagen, aber der Carrera GTS hat sich da auf jeden Fall durchgesetzt. Es war wirklich ein sehr, sehr interessantes Duell, wenn man bedenkt, dass der GT3 ein bisschen mehr Leistung sogar hat. Aber das Turbo gegen Sauger, dann ist doch der Turbo da besser fürs Drag Race. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Abonniert uns, liked unsere Videos, gebt uns Kommentare, wo wir uns verbessern können. Danke fürs Zuschauen. Mein Name ist Kamal Afse und das war eine neue Ausgabe von Car Race. Bis bald.